Hi ihr Lieben, voll süß. Ich muss euch gerade was mitteilen. Wie sage ich das? Es hat vorhin mich tatsächlich jemand erkannt, also in Kölle, von Gaststätten. Ich war in einer Gaststätte und da bin ich tatsächlich erkannt worden, weil ich in letzter Zeit, heißt die letzten Wochen, immer so viel über Wellness poste, Frühstücken, Essen gehen, Restaurants, Hotels, über Freizeitaktivitäten und alles. Und er so, ja, du bist doch die und du hast uns das schon mal erwähnt und so. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Genau, und ich mache das sehr, sehr gerne und wirklich vom Herzen, weil das fing alles an, wo mir die Idee so kam. Wir hatten Corona-Pandemie, beziehungsweise sind wir, glaube ich, immer noch mittendrin. Nur halt keine Maßnahmen mehr und genau. Es sind viele Einschränkungen gewesen und ich habe mir halt gedacht, ich unternehme etwas die ganze Zeit trotzdem. Also ich habe mir ein Fahrrad damals gekauft, bin mit dem Fahrrad viel gefahren, habe mir viele Fahrradwege angeguckt, habe auch andere Sachen gemacht, wo tatsächlich auch Unternehmen gingen. Also dass mir jetzt die Decke zu Hause auf den Kopf gefallen war, dem war nicht der Fall gewesen. Genau, und dann kam mir das so, plötzlich hatte ich ein bisschen so minimale Reichweite bei Instagram und bei Facebook auf meiner Bierkönigin-Seite, die habe ich ja jetzt mittlerweile gelöscht, die Seite, weil ich bin zwar nicht abgewählt, es gibt auch noch keine neue, aber irgendwie ist das so, hat sich jetzt so ein bisschen verlaufen. Und ich blogge tatsächlich mehr oder weniger über Reisen, Hotels, Gaststätten und so weiter. Ja, weil ich mir einfach dachte dann damals, als das dann wieder so aufgemacht hat, so nach und nach, es waren viele kaputt gegangen. Es haben viele keine richtigen Einnahmen mehr gehabt, viele Jobs standen auf dem Spiel oder stehen immer noch auf dem Spiel. Viele haben mit Insolvenz zu kämpfen. Und ich habe gedacht, dann nutze ich mal mein kleines bisschen Reichweite. Und also echt nur gegen die richtigen Influencer ist das ja gar nichts, was ich habe. Und habe dann halt einfach die Möglichkeit genutzt und habe halt immer, wenn es mir irgendwo gefallen war, Positives gepostet. Über den Ort, wo ich war, über die Aktivität. Übers Restaurant, übers Hotel. Und nein, die Betreiber wussten gar nichts davon, dass ich das mache. Die haben es dann selber gesehen, wenn sie es online gelesen haben. Und ich habe das gemacht, weil ich das machen wollte. Weil ich einfach denke, so, ey, hier ist cool. Das muss die Öffentlichkeit wissen. Das können andere Unternehmen. Das ist richtig cool. Das macht Spaß. Da habe ich Bock drauf. Oder da hat es lecker geschmeckt. Oder da war es personalfreundlich. Genau. Ich poste nichts Negatives, also das möchte ich auf meiner Seite nicht haben. Euch ist auch bestimmt aufgefallen, ich poste sehr, sehr ungerne Bilder von Familie, Freunde. Das halte ich mir so ein bisschen zurück, das mache ich nicht so gerne. Außer ich bin irgendwo verlinkt, weil es irgendjemand anderes nach Rücksprache mit mir gemacht, hochgeladen hat, wo ich halt mit drauf bin oder von Konzerten oder Veranstaltungen oder so. Aber dass ich jetzt gezielt hergehe und die Fotos, die ich mit meinen Freunden und mit meiner Familie mache, sorry, die haben aber nichts auf meiner Seite im Internet zu suchen. Und das ist auch privat, das ist so ein bisschen genau das, was ich poste. Da habe ich einfach Spaß dran, das ist hobbymäßig und unterstütze so ein bisschen die Gesellschaft. Und viele Leute, die mir folgen, die gucken sich das ja auch an und sagen, ach ja, hier, Inspiration. Ich habe schon von vielen gehört, hier, Yassi, da warst du ja schon gewesen und so. Wir fahren da jetzt auch mal hin. Und sowas finde ich echt toll und das mache ich sehr gerne. Und genau. Ihr könnt und dürft auch das Video gerne teilen und bin gespannt, wo es mich noch so hintreiben wird. Ach, ihr wisst, was ich meine. Genau, ich lasse mir die Unternehmungen nicht nehmen, noch den Spaß daran nicht. Ich reise sehr gerne, gehe gerne auf Konzerte, ich liebe Oktoberfeste, Hotels, Frühstück, Restaurants, alles Mögliche, was so aktiv ist und Wellness halt sehr gerne. Und ja, habe halt auch kein Problem damit, dass die Menschheit wissen zu lassen, wo es schön ist. Genau, und ja, vielleicht bin ich auch mal irgendwann bei euch in der Nähe unterwegs. Mal schauen. Genau. Dann an dieser Stelle nochmal an den Gastronomen, der mich vorhin erkannt hat. Lieben Dank. Und ja, sehr gerne habe ich über euch geschrieben und gemacht. Und ja, mal schauen, was noch so kommt in der Zukunft. Ich wünsche euch allen einen schönen Donnerstag noch und vorab schon mal ein schönes Wochenende. Bye, bye!